Da geht er hin. Er meinte erklären. Und erklären ist deshalb ganz wichtig, weil jetzt geht es darum, was ist eigentlich Photonik? Und wer könnte das besser erklären als Jürgen Popp? Ein Applaus für Jürgen Popp. Er ist nämlich der Leiter des Instituts hier. Hallo. Und sehr gut. So. Soll ich das gleich halten? Wir haben nämlich was ganz Tolles vor. Weil Wissen macht A, machen wir ja oft Experimente. Habt ihr es schon mal gesehen? Ja. Da ist auch immer Schari, genau. Die hat Leute leider keine Zeit, deshalb bin ich alleine hier, aber es macht aber nichts. Dafür bin ich ja da. Richtig. Genau. Und Herr Popp, Sie haben auch ein Experiment mitgemacht. Wollt ihr, habt ihr Lust auf ein Experiment, ein kleines? Ja. Eins, was erstaunlich ist und wo es irgendwie auch knallt? Ja! Wo man zaubern kann? Oh ja! Ja! Fände ich gut. Da, vielleicht können Sie, wenn Sie das Experiment aufbauen, einfach mal einem Laien wie mir erklären, was ist eigentlich Photonik? Weil Photonik kenne ich eher aus Star Trek. Also wenn das Photonentorpedo klar gemacht wird, das ist so das, was ich mit Photonik verbinde. Das sind wir auch gar nicht so weit entfernt davon. Wenn man den Begriff Photonik sich anschaut, dann ist es das Photon, das Lichtteilchen. Und dann haben wir noch die Endung des Suffix "-ik-" dran, und das ist die Lehre. Das heißt, wir kümmern uns um die Lehre der Lichtteilchen. Wir wollen mit Licht Forschung betreiben und mit Lichtanwendung betreiben. Und deswegen kann man sagen, Photonik ist eigentlich kurz ausgesprochen nichts anderes als Gesundheit, Energie, Sicherheit, Information und entsprechend Kommunikation. Also alles, was mit Licht zu tun hat. Vollkommen richtig. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist Kommunikation? Was hat Kommunikation mit Licht zu tun? Mhm. Ja. Ich weiß natürlich. Jetzt machen wir es mal andersrum. Sonst stellt er die Fragen, heute darf ich auch mal. Nein, ganz einfach. Ihre CD, die DVD, funktioniert nur mit Licht. Das Internet überträgt die Daten mit Lichtgeschwindigkeit und dementsprechend auch wieder hier. Das Lichtteilchen ist das entscheidende Teilchen, die Photonik. Und hier am IPRT muss natürlich auch Werbung machen für das Institut für Photonische Technologien, um den Namen einfach auch mal richtig auszusprechen. Ja, Entschuldigung, das Messer gehört Ihnen. Da kümmern wir uns einmal um Thema Energie, Gesundheit, wollen im Endeffekt das Licht dafür einsetzen, um vieles über die Gesundheit zu lernen. Und am besten kann man sich das nachher anschauen hier in unserer Ausstellung, was das Licht alles so leisten kann. Aber wir wollten ja jetzt kurz mit dem Licht zaubern. Der Versuch. Der Versuch, nicht, also dass glaub, wir den vergessen. Stichwort war Laser, das war schon war mal sehr Laser gut. Und da tauchen schon die meisten auch ab. Laser sind ja durchaus nicht ganz ungefährlich. Nein, darf man nicht reingucken. Ja, deswegen die Schutzbrille. Ach so, gut. Ich würde es jetzt auch gerne nehmen, aber dann sehe ich ja nichts mehr. Aber dann sehe ich doch nichts mehr. Ja, aber ich sehe es doch. Okay. Außerdem, es geht ja jetzt hier nicht nur um Sehen, sondern durchaus auch um Hören. Also Sie, wir machen den Sie wollen nur das lustige Foto haben, dass der Ralf Kaspers noch eine größere Brille trägt als normalerweise. So, jetzt nehme ich mal einen roten Luft... Uiuiui, und mitten im Lichtstrahl drin. Bitte, was meinst du? Ist das eine Skibrille? Nein. Nein, das ist keine Skibrille. Das ist eine Brille... Halt das Mikrofon. Das ist eine Brille, mit der man das Laserlicht nicht mehr sehen kann. Und dementsprechend kann das Laserlicht, was ja durchaus sehr intensiv ist, auch keinen Schaden dem Augen zufügen. Deswegen, Kinders, das ist nichts, was ihr daheim machen solltet und könnt, ja, könnt vielleicht schon. Es gibt ja den Papas oder Mamas Laserpointer. Das ist kein Spielzeug, wohlgemerkt. Gut, also machen wir mal das Experiment. Kann Ralf, ich was? Du müsstest vielleicht, oder du hältst einfach den Luftballon. Ich halte den Ballon. Genau, den Luftballon, jetzt ist natürlich schwer, wenn man nicht sieht, den Luftballon in den Laserstrahl zu bekommen. Aber wir probieren es trotzdem mal. Vielleicht müssen wir vorher noch was erzählen zu dem Luftballon. Hier, ja. Das ist ein roter Luftballon. Ja, haha, lustig. Ich möchte euch sehen, wenn ihr so eine Brille tragt. Und an reinruden. Dieser rote Luftballon hat noch was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da steckt noch ein zweiter Luftballon da drin, ja? Noch ein grüner Luftballon. Richtig, da ist noch ein grüner Luftballon drin. Man sieht es hier an dem zweiten Gummi. Könnt ihr das alle erkennen? Ja. Das allein ist schon ein Versuch wert. Wie kriege ich einen Luftballon in einem Luftballon aufgeblasen? Das machen wir ein anderes Mal. So, und was wir jetzt probieren, ist erstmal, wir zerschießen mal, oder wir gehen mit dem Laserlicht auf den Luftballon drauf und wollen mal gucken, was passiert. Okay, ich sehe den Laser nicht. Aber der hält wunderbar.
Und erstaunlicherweise, oh, es passiert was und der rote ist kaputt. Wir haben einen grünen, wir haben zwei grüne, wir können den ja mal reinhalten. Und komischerweise, da passiert gar nichts. Und den halten wir und die lange Nacht der Wissenschaft geht dem Ende entgegen und wir halten genau. ihn immer noch. Und morgen okay. früh stehen wir immer noch hier und also halten gut, die Luftballons. Also gut, wir sehen, da passiert nichts, der ist auch nicht gefaked. Jetzt nehmen wir mal einen grünen Luftballon und machen das gleiche Experiment nochmal. Und da ist jetzt aber ein roter drin und siehe sehr da. Sehr aufmerksam. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Oh, das ist spannend. Ich sehe den Laser leider nicht, sonst würde ich sagen. Ja, wie es im Leben so ist, der Vorführeffekt. Jetzt bräuchte ich eine Nadel, müsste ich eine Nadel haben, um mal reinstechen können. Was denkt ihr denn, was passieren könnte? Ja, du. Dass der Rote in der Mitte zerplatzt. Das wäre natürlich toll, weil dann könnten Sie als Zauberer neben den ganz Großen auftreten. Genau, aber ich glaube, mit der Karriere als Zauberer wird es dann doch nichts. Wir probieren einfach mal. Dann gehen wir ein bisschen näher ran, wurde mir aus der Regie gesagt. Aber irgendwie mag der nicht. Probieren wir noch mal einen anderen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man Versuche macht. Auch bei Wissen macht A sieht es ja oft so aus, dass es beim ersten Mal klappt. Da geht oft ganz viel schief und daneben. Man muss einfach so lange probieren, bis so ein Versuch klappt. Manchmal auch dreimal. Oh. Ja, aber jetzt ist natürlich das passiert, was hätte nicht passieren sollen. Und damit eigentlich ist wieder der Falsche zerplatzt. So, Ralf, jetzt machst du das Ganze nochmal, ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. Herr Popp, lassen Sie mal den Profi ran. Können Sie mal erklären, warum denn der Ballon überhaupt platzt, egal ob grün oder rot? Woran liegt das? Ja, eigentlich dürfte nur der rote zerplatzen. Jawohl, ein Applaus. Tja, vielen Dank. Ja, weil der grüne Ballon, ganz kurz zur Aufklärung des Rätsels, der grüne Ballon reflektiert einfach nur dieses Laserlicht. Der rote dagegen absorbiert es, heizt sich auf und durch das Aufheizen wird die Membran der Plastik einfach durchlässig, platzt irgendwann. Ja, und deswegen geht der rote kaputt und der grüne bleibt heil. Und ich bitte, merkt euch, bei wem das Experiment funktioniert hat. Ich wäre auch ganz blass. Das ist toll, das ist sehr erstaunlich. Aber das ist doch nicht alles, was man mit Photonik machen kann, oder? Was lässt sich da noch alles? Nein, wir machen natürlich durchaus ernsthafte Dinge. Also wir verwenden das Licht beispielsweise in Form von Lasermikroskopen, um etwas zu lernen über den Gesundheitszustand von Gewebe. Das heißt, wir arbeiten in Richtung Krebsdiagnostik, Infektionskrankheiten und dergleichen. Das ist ein Thema, aber natürlich auch im Bereich der Sicherheitstechnik, so wie wir das gerade mit der Kamera gesehen haben. Wir können Licht in Glasfasern führen. Wir haben hier auch ein ganz tolles Exponat, wo man mit Fasern im Endeffekt auch in den Menschen reinschauen kann und so weiter und so fort. Viele spannende Dinge. Toll. Also guckt euch einfach mal rum, wenn die Eröffnungsveranstaltung das hier fertig ist. Es gibt da richtig viel zu entdecken. Und gibt es den Ballonversuch auch mal zum Nachmachen gleich? Eigentlich weniger, weil da ist die Laserleistung doch zu hoch. Das ist nichts, was man jetzt im Endeffekt so spielerisch machen kann. Das war jetzt gerade, dass man es auf der Bühne vorführen Aber konnte. Es war sehr erstaunlich, sehr toll. Vielleicht darf ich mir das mal ausleihen für eine Sendung. Aber gerne. Vielen ich Dank. Ich komme auch gern dann. Okay, das ist ein Wort. Vielen Dank, Herr Popp. Großen Applaus bitte nochmal. Das kann ich nehmen. Oder so.